Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Der Sumpf des ewigen Gestanks ist das mit Abstand grauenhafteste und schlimmste Level dieses gesamten Spiels. Puh, also hier landet die Kloake. Und du bist auch hier, mittendrin im Schlamassel. Bevor du überhaupt daran denkst, hier wieder reinzukommen, putze die Füße ab. Mach, dass du aus dem Mist da rauskommst und dann ab in eine Hyäne. Finde etwas, um auf diese Ranke raufzuklettern und finde und befreie die magische Liane. Alles klar, also da haben wir ordentlich was zu tun in unseren Missionszielen. Also es geht schon gut los. Diese Stelle hier überhaupt zu überstehen, ist schon eine Kunst in sich. Also erstmal sind wir hier eine neue Art von Schildkrötenpanzer, nämlich eine, die sich nicht so wirklich wehren kann. Typ, Renn, Schildkröte, Umgebung Dschungel, Fähigkeit A, Temposchub, Fähigkeit B, Panzer, Wasserresistenz, okay, Masse leicht, Panzerung Mittel, Stärke Mittel, Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe Mittel, Produktion kurz, Antrieb 1.6, Intelligenz hoch. Ja, ne, wir brauchen unbedingt zwei Arten von Schildkröten im Dschungel. So, sämtlicher Giftsumpf hier um uns rum bringt uns einfach mehr oder weniger sofort um. Achtung, gleich können wir das mal demonstrieren. Wir müssen hier den Pfeilen folgen und hier gibt es jetzt überhaupt keine Indikation mehr, wo wir hin müssen. Zack, und wir sehen, wenn wir kurz in diesem Sumpf landen, verlieren wir sofort super viel HP. Ich kenne den Weg jetzt zum Glück. Hier vorne ist auch wieder eine Kurve, der Baum soll offensichtlich eine Indikation sein, auch wenn ich nicht wirklich finde, dass es eine Indikation ist. Hier vorne an dem Baum soll man einfach vorbeifahren, ist auch wieder keine wirkliche Indikation, aber man soll es wahrscheinlich an der Energiezelle da vorne sehen. Hier haben wir jetzt wieder zwei Bäume und da vorne mehr Land, also man kann sie wirklich nur durchtasten, man weiß einfach nicht, wo man hinfahren soll. Man fährt einfach nur möglichst nah an den Rand und guckt, ob man stirbt. Und jedes Mal, wenn man stirbt, dann macht man einfach einen Neustart und probiert einen neuen Weg aus. Ja, ne, wir haben es auf jeden Fall auf die andere Seite geschafft, jetzt halbwegs ohne Probleme, weil ich den Weg halt kenne. Und hier haben wir zwei Hyänen und die beiden zu erledigen mit diesem Schildkrötenpanzer ist relativ schwierig. Denn wir machen nur Schaden, indem wir Gegner rammen, während wir uns in den Panzer zurückziehen. Wir sind halt eine Rennschildkröte dieses Mal und keine Killerschildkröte. Die Energie wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, na gut. Wenn wir dafür die Hyänen tot kriegen. So, nächstes Problem, wir können jederzeit aus Versehen in den Sumpf fahren und jederzeit sterben. Aufgabe erfüllt, du hast eine Hyäne. Ein Glück, dass ich dieses Level sehr oft gespielt habe, um ein bisschen Übung da drin zu bekommen. Ansonsten würde ich hier einfach nur drin verzweifeln. So, ja, mit der Hyäne können wir jetzt hier an die Außenränder des Levels und können violette Energiezellen sammeln, die hier rundum versteckt sind. Dieses Level ist gar nicht mal so riesig. Das Problem ist halt dieser riesige, tödliche Sumpf mittendrin. Ja. Wir können jederzeit immer noch einfach in den Sumpf reinfallen. Wenn man in diesem Spiel übrigens stirbt, gibt es kein Neuversuchen von irgendeinem Punkt. Nein, es gibt nur Neuversuchen von Null. Wenn man also stirbt, sind wir wieder der Schildkrötenpanzer und müssen wieder durch den Sumpf. Bis jetzt sind wir nie gestorben. Ich hoffe, dass es uns auch nicht passieren wird, dass wir irgendeine Mission total verhauen. Ich hoffe ja, dass wir hier ohne Probleme durchkommen. Aber wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass ich in diesem Level zum ersten Mal einen Schnitt machen werde. Also, dass ich einfach mittendrin pausiere und wir dann wieder einsetzen, wenn ich eine gewisse Aufgabe geschafft habe. Ja, hier vorne gibt es eine ganz lustige kleine Trickstelle. Aha. Man muss nämlich aus der Hyäne rausgehen und einfach als Ivo hier reinlaufen. Dann aktiviert sich automatisch die Trophäe hier drin. Ein riesiger goldener Block. Wunderschön. Das ist die interessanteste Trophäe überhaupt. Und eine violette Energiezelle haben wir auch hier drin. Ja, kein anderes Tier hier in diesem Level ist in der Lage, einfach so durch diese Gitterstäbe durchzukommen. Wir müssen tatsächlich mit Ivo einfach nur so da durchlaufen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Dann gehen wir mit der Hyäne mal jetzt auf der anderen Seite hier vorne weiter. Es gibt unglaublich viele fies versteckte violette Energiezellen hier, für die man halt außen auf den Rand des Levels springen muss und suchen muss. Vorne haben wir auch schon die erste Liane gesehen. Wir brauchen aber erstmal noch ein Tier, das da überhaupt dran kann. Denn die Hyänen können das leider nicht. Ja, ja, wir hören da allerdings schon etwas im Hintergrund. Irgendwas hat da auch mit Kanonen auf uns gefeuert, was ich irgendwie merkwürdig fand. Ja, dann schauen wir doch mal. Hier vorne, ja, da hören wir es wieder. Hier vorne kam es irgendwo her. Hm, noch sehen wir nicht viel. Wir hören nur ein lautes Rumsen. Und da sehen wir noch mehr Lianen. Oh, diese verdammten Lianen, diese verdammten Lianen. Ja, wo ist es denn? Scheinbar hört man dieses Geräusch über eine halbe Ewigkeit entfernt, aber es dauert eine ganze Weile, bis man da hinkommt. So, haben wir vorne noch irgendwelche Energiezellen? Scheinbar nicht. Ja, da vorne nur noch eine in der Ecke. Nee, auch nicht. Okay, hier vorne ist es jetzt, die Quelle dieses Geräusches, nämlich neue Gegner. Große, fette, lila Gorillas, die wir kaputt lachen müssen. Autsch! Von denen wir uns nicht unbedingt töten lassen sollten. Ja, die funktionieren genauso wie die Eisbären in einer gewissen vorherigen Welt. Mit dem kleinen Problemchen, dass sie deutlich schneller stampfen als die Eisbären.
So, jetzt, wenn wir es richtig machen, wie gesagt, können wir sie festhalten auf dem Boden. Ja, wunderbar, funktioniert gut. Wir müssen es allerdings relativ schnell machen und wir schaffen es auch nicht, es so in einem Intervall zu machen, dass wir unsere grünen Energie schnell genug wieder regenerieren. Wir werden also gleich wahrscheinlich kurz abhauen müssen. Denn die Gorillas halten auch verdammt viel aus und wir brauchen die Gorillas. Wir machen das ja also dieses Mal ausnahmsweise im Gegensatz zu den, wie bei den Elefanten vorher, nicht umsonst die beiden Gorillas hier tot zu lachen. Ja, der erste schwankt schon. Mal gucken, schaffen wir. Komm schon. Stirb. Ich will nicht unbedingt weglaufen müssen. Komm schon, jawohl, der ist erledigt. Wunderbar. So, schaffen wir den zweiten auch noch. ja, die Goofy-Hyäne. Jawohl, wir haben beide soeben erledigt gekriegt. Und jetzt sind wir ein Typ Gorilla. Umgebung Dschungel. Fähigkeit A, Sprungwelle. Fähigkeit B, nehmen und werfen. Wasserresistenz okay. Masse groß. Panzerung mittel. Stärke große Hubkraft. Zugkraft gut. Fallhöhe mittel. Produktion sehr lang. Antrieb Kohle. Intelligenz sehr gering. Aufgabe erfüllt, du hast einen Gorilla! Oh Gott, wenn Aiden das sehen würde. Oh, und wenn irgendjemand diese Referenz verstehen würde. Ja. Mit diesem Gorilla können wir jetzt ein atomverseuchtes Fass da vorne an den Rand schieben. Und hier sehen wir jetzt übrigens ein Gorillaschild. Was allerdings nicht bedeutet, dass Gorillas völlig immun hier in dem Sumpf sind. Hier vorne ist einfach nur ein Stück Weg, auf dem wir uns mit dem Gorilla bewegen können. Der Gorilla stirbt genauso wie jedes andere Tier im Sumpf, wenn wir an eine Stelle gehen, an der kein Weg im Untergrund ist. Und wir kommen mit dem Gorilla auch praktisch nicht mehr aus dem Sumpf raus, was wieder eine sehr gemeine Falle in diesem Spiel ist. Denn wie gesagt, wenn wir hier sterben, fangen wir wieder bei Null an und müssen den gesamten Mist hier nochmal machen. Und an der schlimmsten Stelle waren wir noch gar nicht. Das war bis jetzt noch der halbwegs harmlose Teil. Also abgesehen von der allerersten Stelle da mit dem Panzer durch den Giftsumpf. Gott, ihr glaubt gar nicht, wie demotivierend das ist, dieses Spiel weiter zu spielen, sich durch diesen verdammten Giftsumpf durchzutasten. Ehrlich mal, vor allen Dingen, weil da halt überhaupt keine Indikationen sind nach den ersten paar Pfeilschildern, die einen die Richtung anzeigen. Naja, jetzt gehen wir wieder zurück in den Gorilla, können wir uns noch so ein schönes Fass hier vorne schnappen und dann gehen wir hier vorne mal an der Wand hoch. Wupp, das Fass brauchen wir hier vorne, um ein kleines bisschen abzukürzen, denn eigentlich sollen wir uns hier über verdammt viele Lianen drüber hangeln, um hier vorne an diese Liane dran zu springen, aber wenn wir uns das Fass davon hinstellen, können wir auch einfach so, wenn wir es dann richtig machen, an die Liane dran springen. So, vielleicht haben wir es jetzt ordentlich hingestellt. Nein, wieder verfehlt. Nächster Versuch, komm schon, kann doch nicht so schwer, ja, aber jetzt haben wir es erwischt, kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt müssen wir aber erstmal, wir sollen eigentlich nach links in die rechte Richtung schwingen, denn da vorne ist, glaube ich, noch eine violette Energiezelle. Wupp, jawohl, da vorne ist es, sehr schön, haben wir es schon eingesammelt und dann können wir wieder nach links. Hui, dieses Lianenschwingen hier braucht ein bisschen Übung, wir müssen auch tatsächlich hin und her steuern, um halt Schwung zu bekommen. Kommen, ja. Und wir müssen auf genug Schwung warten, um diese Sprünge auch wirklich zu schaffen. Wir müssen noch an den richtigen Positionen auf der Liane sein. Wieder seine unglaublich nervtötende Stelle. Ja, denn manche dieser Lianen zeigen Richtung Sumpf. Und ratet mal, was passiert, wenn wir den Sprung versauen und wir Richtung Sumpf zeigen, während wir abspringen. Ja, genau. Wir landen mitten im Sumpf und sterben einfach. Und dürfen den ganzen Mist wieder nochmal machen. So, ja, hier haben wir so eine Liane, die von links nach rechts schwingt und die auch Richtung Sumpf. Nee, im Moment, die ist noch nicht über dem Sumpf. Aber spätere Lianen sind über dem Sumpf, ja. Da vorne haben wir eine Helikopterliane und wir hängen auch schon an einer Helikopterliane, obwohl wir das gerade eben noch gar nicht so richtig gesehen haben. Auch so eine Sache, die erst dann sichtbar wird, wenn es meistens schon zu spät ist. Ja, wunderbar. Die Höhe ist relativ schwer einzuschätzen. Man sieht zwar, wenn sie extrem niedrig ist, aber man sieht es nicht, wenn sie noch auf einer halbwegs annehmbaren Höhe ist. Ja, was diesen Part hier vorne wieder sehr nervtötend macht. Und, ja, das ist immer noch nicht der nervtötendste Part überhaupt in diesem Level, auch wenn es auch nicht gerade, einer der angenehm interessantesten Parts ist. Wieder rup, da wieder nicht genug Schwung genommen. Mein Gott, ich hasse dieses verdammte Lianenschwingen hier vorne. Kommt aber noch ein schlimmerer Part, keine Angst. Und leider kommt nichts Schlimmeres mehr als der Gorilla selbst. Wir haben jetzt im Prinzip die wirklichen Gefahren dieses Levels, die nicht einen sofort umbringen in Form des Sumpfes, schon überstanden. Ich glaube nämlich, dass es hier keine weiteren Tiere in diesem Level drin gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Also wieder ganz unten an die Liane und dann versuchen wir wieder maximalen Schwung zu bekommen und darauf zu warten, dass die linke Liane möglichst weit runtertreibt. Ja, jetzt fliegt sie gerade wieder hoch. Also ist es jetzt sicher zu springen oder nicht? Es ist schwer zu sagen. Nee, sie ist jetzt gerade wieder oben. Okay, jetzt haben wir vollen Schwung. Jetzt sollte sie unten sein. Und hüpf! Ja, wunderbar. Das Timing war genau so, dass wir gerade eben gesehen haben, dass sie runterging. Aber beim nächsten Mal rüberschwingen ist sie dann schon wieder ganz oben gewesen. Wunderbar, dieses Timing. Das ist ja einfach herrlich gemacht. Ja. Wie bereits erwähnt, ich hasse dieses Level.
Es gibt viele Level, die ich in diesem Spiel eigentlich nicht sonderlich mag, obwohl ich das Spiel eigentlich sehr gerne habe. Aber dieses Level hier... dieses Level hier verabscheue ich wirklich einfach nur von tiefstem Herzen. Und... Ja, selbst nachdem ich weiß, was ich hier alles machen muss, kann ich nicht sagen, dass ich dieses Level inzwischen eigentlich ganz gerne spiele, weil ich tue es nicht. Wirklich, jedes Mal, wenn ich sehe Sumpf des elenden Gestanks, ziehen sich bei mir einfach nur sämtliche Muskeln zusammen und ich will das Spiel einfach nur noch ausmachen. Und Rat-O-Mati, den ich zum Beispiel auch nicht mag, den kann ich inzwischen. Den spiele ich inzwischen eigentlich sogar ganz gerne. Ich mochte ihn früher überhaupt nicht, aber ich mag ihn inzwischen ganz gerne. Und ganz schön fischig. Die Mission konnte ich früher überhaupt nicht ab, aber seitdem ich sie kann, spiele ich sie eigentlich inzwischen ganz gerne. Aber diese Mission ist einfach nur bäh. Richtig bäh. Das hier wäre jetzt schon so eine Stelle, wo ich eigentlich schneiden sollte, bis ich endlich an dieser anderen verdammten Liane dran bin. Aber nein, das ist noch nicht die schlimmste Stelle des Spiels. Leider. Ich wette, da werde ich cutten müssen. Ansonsten könnt ihr euch ungefähr 20 Minuten lang angucken, wie ich so ziemlich genau das hier mache. So, gehen wir nochmal ganz unten an die Liane. Gerade wäre ein guter Sprung gewesen, aber man sieht erst so dermaßen spät, ob es ein guter Sprungzeitpunkt ist oder nicht, dass es völlig unmöglich zu timen ist. So, jetzt kann ich es einfach nur wieder versuchen, jetzt kann ich nur hoffen, dass es wieder unten ist und hüpf, jawohl. Endlich haben wir es an die nächste Liane geschafft, aber diese Liane ist natürlich nicht die letzte Liane, an die wir dran schwingen müssen, nein. Wenn wir den nächsten Sprung hier versauen, müssen wir das Ganze nochmal machen. Uhu. Ja, zum Glück ist die nächste Liane, an die wir dran müssen, keine schwingende Liane, aber wir können trotzdem zu hoch sein für den Schwung, wie wir es gerade fast gewesen wären. Aber wir haben es geschafft. So, und jetzt müssen wir mit einem letzten Schwung da vorne drauf. Und jederzeit können wir immer noch runterfallen und den ganzen Mist nochmal machen lassen. Was einfach nur unglaublich grauenhaft und Folter ist. So, noch einmal schwingen, dann sollten wir eigentlich genug haben. Und... Upp, jawohl, wunderschön, wir haben es geschafft. So, jetzt wo wir hier vorne auf diesen Vorsprung gekommen sind, können wir hier vorne... Ah ja, da sehen wir schon ein gelbes Ausrufezeichen. Etwas aktivieren. Nämlich haben wir hier vorne jetzt... etwas, das wir im Moment gleich nehmen, nachdem wir geguckt haben, ob wir noch violette Energiezellen sind. Jawohl, da vorne ist noch eine, nicht, dass wir die vergessen. Und nachher danach suchen. Wow, hier werden wir übrigens bombardiert, das ist kein Tier, da werden wir einfach nur aus dem Bomb bombardiert, da muss man verdammt aufpassen. Ich bin schon mal gestorben an dieser Stelle. Haben wir also noch eine Gefahr in diesem Level, die uns tatsächlich Schaden macht. Ja, hier vorne haben wir jetzt die magische Liane, die wir aktivieren sollten. Aha, sehr schön. Wir sollten alle violetten Energiezellen haben bis jetzt. Und Aufgabe erfüllt, du hast die magische Liane befreit. Dieses Ding ist die größte Folter dieses gesamten Spiels. Guckt es euch an, wir müssen violette Energiezellen in der Luft sammeln. Wir müssen tatsächlich in der Luft dieses Ding hin und her schwingen lassen. Wir können die Liane selbst aber da oben nicht kontrollieren. Die fliegt immer zu bestimmten Stationen immer wieder hin und her. Und ja, wir können jederzeit abspringen. Hier hat man jederzeit die Chance zu sterben, weil man hier manche von den violetten Energiezellen eigentlich nur durch gezielte Springen bekommt teilweise. Und ja, durch diese Sprünge kann man ganz leicht mal im Sumpf landen. Das ist eigentlich keine gute Idee, während den magischen Lianenflügen abzuspringen. Manchmal fühlt man sich aber mehr oder weniger dazu genötigt. Aber man kann es schaffen, alle violetten Energiezellen einzusammeln, ohne zu springen. Ja, und das ist, wie gesagt, die größte Folter in diesem Spiel, denn diese Dinger sind unglaublich schwer zu bekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie lange ich schon hier dran gesessen habe, sämtliche violetten Energiezellen zu sammeln. Also wenn ich sie jetzt nicht innerhalb von dem ersten Versuch hier, dem ersten Rundgang schaffe, werden wir gleich einfach dahin schneiden, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es schaffe, sie einzusammeln. Wie gesagt, ich will es euch wirklich nicht antun, mir 20 Minuten oder länger dabei zuzugucken, diese verdammten Dinger einzusammeln. Uhaha, da unten lebt noch eine Hyäne. Ja, die ersten haben wir zum Glück recht schnell geschafft, aber jetzt schneiden wir erstmal, bis ich es schaffe. So, 15 Minuten später. Jawohl, wir haben es erwischt. Wunderbar, wunderbar. Das wolltet ihr echt nicht sehen, wie ich gerade eine halbe Ewigkeit damit verbracht habe. Zigmal um diese verdammte Stage zu kurven, um einen von diesen zwei verdammten Dingern nach vorne zu bekommen. Ich hasse dich. Das ist einfach wie die Pest. Zum Glück kann man die Liane ja jedes Mal hier vorne wieder beschwören. Das habt ihr ja noch nicht gesehen, wenn ich bis hierhin schneide. Aha, hier kommt die magische Liane. Schon wieder zum zigtausendsten Mal, auch wenn ihr es nicht gesehen habt. Und es dauert dann auch nochmal eine halbe Ewigkeit, bis diese Liane sich dann endlich mal bemüht, zu uns runterzufahren, obwohl die Nachricht schon von einer halben Ewigkeit kam. Tada, da ist sie. Und wir müssen immer noch das zweite Ding nach vorne einsammeln, bevor wir alle haben, die wir hier mit der Liane einsammeln müssen. Und verfehlt.
Ich habe das Gefühl, ich sollte wieder schneiden. Na komm, ich mach noch. Sagen wir mal, ich mach noch einen Versuch und dann schneide ich, wenn wir es jetzt beim nächsten Versuch nicht kriegen sollten. Gott, ihr seht ja, wie unglaublich grauenhaft das ist, zu versuchen, diese verdammten violetten Energiezellen in diesem Level zu holen. Wirklich, wie kann man sowas machen? Wer ist auf die verdammte Idee gekommen, dass das ein gutes Level-Design wäre, wenn man immer eine halbe Ewigkeit auf diese verdammte Liane warten muss und es so dermaßen schwer ist, die zu steuern, und wenn man in der Luft dann tatsächlich mal nach den violetten Energiezellen springt, man sofort stirbt? So, nächster Versuch. Magische Liane wieder da. Also, wieder, in Position gehen. Und, ja, wir haben es geschafft. Alle violetten Energiezellen sind gesammelt. Wunderbar. Das hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Okay. Das heißt, wir können jetzt mit dem Gorilla endlich Richtung Ziel fliegen. Das Ziel ist auch einfach nur eine Station der magischen Liane. Also warten wir, bis die Liane uns zu dem Ziel hingefahren hat. Hui, hui. Man kann natürlich immer noch jederzeit sterben und das Ganze nochmal machen müssen, indem man hier einen dämlichen Sprung macht und nicht richtig aufpasst. Ich hoffe, das werde ich nicht tun. Oh, wo ist denn das Ziel? Ne, hier sind wir noch falsch. Wir müssen noch eine Station weiter. Ich glaube, wir waren genau auf der anderen Seite der Stage. Wir müssen jetzt alle Stationen durchfahren, um dann bei der letzten Station zum Ziel hinzukommen. Wunderbar, wunderbar. Vorne ist auf jeden Fall unser Startpunkt. An den erinnern wir uns auch noch. Yay, mit dem Schildkrötenpanzer am Anfang. Ja, es geht nach oben. Das sieht richtig aus. Und hier oben sollte das Ziel eigentlich sein. Jawohl, da vorne ist es. Das ist jetzt auch nochmal ein gemeiner Sprung. Hier vorne. Okay, ja, geschafft. Naja, war nicht so wirklich gemein. Damn. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir dieses Level hinter uns gebracht haben. Ja, applaudiere Dan. Bitte applaudiere uns. Danke, danke, danke. Das nächste Level ist Gewicht ist Trumpf. Schon wieder ein deutlich schaffbareres Level, aber der Sumpf des ewigen Gestankes, das grauenhafteste Level, verdammt nochmal, dieses Spiels, liegt hinter uns. Und das zu 100%. Gott, ich verabscheue es. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder ein ordentliches Level spielen. Bis dahin, see ya. Ein Löwe, ein Löwe.